nominiert in der Kategorie Gaming: Gnu, Hand of Blood, Kain Part 2. Und den VD Award übergeben wird kein geringerer als ein Urgestein der Gaming-Szene, Sarah Zau! Ja, hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut, super warm hier. Ja, und ich mache ja schon ein bisschen länger Gameplays, nicht mehr so viel heutzutage, aber es schon einige habe ich gemacht und ich erinnere mich, damals war das alles noch so klein mit dem Gaming, wir haben ein paar Let's Plays aufgenommen, wurde dafür belächelt und heute ist die Szene so riesig, es gibt mittlerweile Livestreams, alles Mögliche. Ja, und unsere Nominierten beweisen oder zeigen, dass Gaming weiblich sein kann, dass Gaming auch in einer Kurzform funktioniert und dass Gaming auch Comedy sein kann. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer gewonnen hat. Ich mach's besonders spannend. Wo ist hier dieser Trommelwirbel? Ach nein. Ja, komm, Alter. Jetzt kannst du auch mal hier. So, Hallöchen. Willkommen zum Trommelwirbel. Genau. Sehr geil. Der Gewinner ist Hand of Blood. Einen großen Applaus, bitte. Er kann leider heute nicht hier sein, aber auch von ihm haben wir eine tolle Videobotschaft. Das Gerät an. Hallo Video Days. Peace. Vielen Dank für den krassen Preis. Wenn ihr so eine Dankesrede braucht, sagt beim nächsten Mal gerne eher Bescheid. Ich bin nämlich gerade beim Bogenschießen, wie man unweigerlich erkennen kann, ne? Ich möchte mich einmal bei allen Zuschauenden und meinem Team bedanken, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Wir haben innerhalb des letzten halben Jahres sehr viel mehr zugelegt auf dem Kanal, um tolle Konzepte abzuliefern, tolle Videos. Schön, dass das Anklang findet. Vielen Dank. Ich gehe jetzt schießen.